Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Need for Speed Payback. Heute mit einem extrem schnellen Fahrzeug, nämlich dem Acura NSX. Letztes Mal hatten wir uns den Nissan GT-R nochmal angeschaut und wenn wir hier auf die Werte gucken, dann sehen wir, der ist ja schon ein bisschen heftiger noch als der Nissan GT-R. 1195 PS, 369 km/h Topspeed von 0 auf 100 in 1,67 Sekunden. Die Viertelmeile schafft er in 8,63 Sekunden, hat extrem viel Nitro dabei und die Bremsen, die sind unerwartet krass. Gut, wir haben 5-mal einen Bremsenbonus, also das ist schon ordentlich. Eine sehr schicke Karre, wie ich finde. Wir werden uns mal, oder nach dem Tuning erst nochmal, eine Lackierung aussuchen, die wir hier anbringen werden. Jetzt erstmal aber ein bisschen das Tuning hier beginnen und ja, schauen wir mal, was wir hier alles verändern können. Also bei der Motorhaube in der Mitte eine dicke Öffnung. Kann man aber auch weglassen. Okay, die finde ich sehr unförmig. Ja, ich finde so ein bisschen Carbon kann durchaus passen. Es kommt natürlich darauf an, was wir hier noch nehmen werden. Oh Gott, ist der hässlich. Oh, sorry, aber das Original sieht am geilsten aus. Das ist ja wunderschön, das Auto, aber mit Tuning, nee. So, Spoilerlippe, Frontleitbleche. Da gefallen mir die nach außen stehenden am besten. Aber wir könnten ja schon mal so ein schrilles japanisches Auto machen. Die japanische Tuning-Szene, die ist ja schon ziemlich abgedreht. Die mögen es ja sehr schrill und bunt und so weiter und so fort. Das finde ich da auch ganz geil. Ich habe mir mal irgendwann so eine Dokumentation angeschaut, wo verschiedene Mercedes-Besitzer sich dann getroffen haben. Und die hatten alle so weiße Mercedes-Fahrzeuge. Und jeder hatte irgendwie ganz, ganz komische Lichter und so weiter und so fort und was die nicht noch alles dran hatten und das war halt so eine Straßengang oder so. Vielleicht kennt jemand von euch auch diese Dokumentation, Reportage, wie auch immer man sie nennen mag. So, und ich entschuldige mich schon an der Stelle dafür, aber ich finde diesen Heckspoiler einfach nur mega geil. Haben wir schon etwas länger nicht gehabt. Okay, beim Heck. Nee, den Code, so die Seiten, die möchte ich nicht einengen. So, das können wir aber durchaus mal mitnehmen. Den Diffusor könnte man ändern, theoretisch. Praktisch finde ich den am geilsten, weil er noch nach außen läuft. Heckleitbleche. Ach so, ja gut, das gehört doch sonst immer zum Diffusor dazu. Wie sehen die Originalen aus? Ja, okay. Ich muss fast sagen, dass mir zwei Endrohre mehr gefallen. So, ich weiß, wie bei fast jedem Auto wird jetzt irgendjemand, der ein großer Fan von diesem Auto ist, aufspringen und sagen, ah, wie kannst du das nur wagen? Das sieht doch sonst viel, viel besser aus. Tut mir leid, ist halt so meine Meinung. Das war auch interessant. Der Klarlack war nur so halb angebracht. Okay. Okay, jetzt bin ich mal gespannt auf unser schrilles Japano-Fahrzeug. Ich bin mit vielem einverstanden, außer mit irgendwelchen halbnackten Hentai- oder Manga-Frauen. Ja, ich kenne den Unterschied zwischen Hentai und Manga, liebe Leute, die jetzt zu Hause sitzen und sich denken, oh Gott, wie kann er diese japanische Kultur nur so oberflächlich behandeln? Ich lese selbst aktuellen Manga, Attack on Titan. Ich kann nicht warten, bis der Anime weitergeht, deswegen. So, aber ansonsten muss ich sagen, das gefällt mir mal ganz gut. Ein doch sehr schrilles japanisches Auto bis jetzt.
Also sorry, in jedem Let's Play muss auch mal Platz für so ein Auto sein. Und ich finde, der sieht ziemlich abgespaced aus. Ich weiß nicht, ob ich den in der Realität so fahren würde, statt eines anderen Autos, was man sich stattdessen holen könnte. Aber ich finde den nice. Ach, ganz kurz. Okay. Also ich würde mal behaupten, der geht schneller als McLaren Honda. Heide Witzka, ey. Lackierung und Folien? Nein. Wir wollen die Nitro-Farbe. So, selbstverständlich rosa Nitro. Keine Vorschau, schade. Lilaner Qualm. Ach, Neon. Stimmt, Neon. Ja, ich habe gerade Nitro und Neon ein bisschen verwechselt. Das sagt mir nichts. Nehmen wir. So, jetzt bin ich auf die Karre gespannt. Also, schauen wir mal, ob es überzeugen kann, das Auto. Also man fällt auf jeden Fall schon mal auf. Acht Gänge hat er. 378 in der Spitze. Und von 378 auf 0 geht's auch relativ schnell. Ich muss aber auch sagen, die Geschwindigkeiten, die er erreicht, das wirkt noch so ein bisschen zaghaft. Vielleicht muss er noch ein bisschen aus der Haut fahren. In Sachen Kurvenfahrt, er geht etwas schwerfällig in die Kurve, so ein bisschen wie der Nissan GT-R, aber ansonsten, das geht schon. Klingt halt ziemlich nach einem Biest. Ich muss aber sagen, jetzt wo ich den in freier Wildbahn sehe, ich finde der Heckspoiler passt nicht ganz zu ihm. Mir würde es eher gefallen, wenn ich freies Blickfeld quasi aufs Heck des Autos hätte, denn ich finde der ist schon ganz geil designt. Also der sieht schon ziemlich cool aus. Ja, 1,6, das könnte ordentlich werden.
Na, wäre am Ende nicht in den 7. gegangen, dann wäre hier vielleicht noch eine 49,5 drin gewesen. Aber das ist natürlich schon eine krasse Zeit. Ordentlich. Ja, jetzt nochmal ein bisschen mehr Bremskraft. Ganz kurz, doch, Anpressdruck und so habe ich schon angepasst. Krasses Auto. Ich würde zwar nicht sagen, dass man hiermit schneller fahren kann als mit dem GT3 RS. Weil wir haben so viel Nitro. Eigentlich hätten wir da echt... Wenn, dann hätten wir schon direkt hier einen guten Run schaffen müssen. Aber... Er macht Spaß, er ist schnell. Und er hat hier einen neuen Rekord gerade aufgestellt. Kann man auch mal machen. Und in den Kurven fährt er sich echt angenehm. Also scheinbar nicht ganz so schnell, aber tatsächlich sehr angenehm. Nein! Oh, ich habe das Auto nicht wieder zurückgeschwungen bekommen. Ich hätte es geil gefunden, wenn die hier einmal dich im Kreis driften hatten. Ja, wobei es ist weniger ein Kreis, es ist ja eher... Ja, das ist schon so ein bisschen anders geformt. Aber bevor die Driftzone endet, aber ja, hat sich erledigt. Also, wie gesagt, man kann mit dem ziemlich gut rasen. Alter Falter. Uiuiui. Oh mein Gott. Autsch. Das hat wehgetan. Egal, weiterfahren. Jawohl. Der war gerade so schnell wie noch nie, glaube ich. Der Passant, den wir angeschoben haben. Nice! 2 Sterne immerhin. Ja, und die Kohle, die wir dringend gebrauchen werden. Ja, Leute, aber ansonsten... Ey, wie gesagt, sehr geil zu fahrendes Auto. Nicht ganz so schnell wie gewünscht. Ich hätte mir echt mal einen Porsche-Killer gewünscht. Vor allem waren die Werte, und die kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Weil die Werte sind auf jeden Fall sehenswert. Die Werte haben sehr, sehr vielversprechend gewirkt, dass dieses Fahrzeug mit dem Nissan GT-R zum einen ja nicht nur mithält, sondern schneller ist als der Nissan GT-R. Und das ist er tatsächlich. So, Moment, den hier mit Lagerbestand mal tauschen gerade. Sondern, dass er auch den Nissan GT-R klar und deutlich, dass er auch eventuell den Porsche besiegt. Also damit hätte ich es echt fast schon gerechnet, weil... Naja, wir schauen uns mal die Werte gerade an. So, erstmal hier mit der Corvette tauschen. So, und hier kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen, wie die beiden im Vergleich sind. Also, okay, der Nissan GT-R, da sieht man den Unterschied. Ist von 0 auf 100 nicht ganz so schnell, aber auf die Viertelmeile gesehen. Der hier hat aber mehr Leistung. Topspeed ist ähnlich. Nitro gleich. Aber der hier hat Bremsen, wo ich gedacht habe, okay, wenn du mit dem... an die 370 oder so rankommst, dann kommst du genauso schnell auch wieder runter. Und ja, irgendwie war es leider nicht ganz so. Ja, und hier habt ihr nochmal ein weiteres Auto, was wir uns demnächst anschauen werden. Die Corvette Z06 als Racer dieses Mal. Ja, und außerdem hier. Der Koenigsegg Regera als Racer.
und mit 420 km/h Topspeed. Auch wenn er mir nicht ganz gefallen hat, ich werde ihn definitiv nochmal auf den Benchmark-Kurs schicken. Und wir werden mal gucken, was für eine Topspeed wir mit dem Teil erreichen werden. Nitro-Kapazität 10 bedeutet, wir können einfach komplett flat-out Nitro nutzen, um hier 400 plus km/h zu erreichen. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Eure Meinung auch gerne zum Acura NSX, vielleicht auch zu dem Design, heute ein bisschen abgedrehter, aber ich denke, das geht auch manchmal klar. Ja, ansonsten, wenn ihr Spaß hattet, Daumen nach oben da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!